Servus, wir sind auf dem Live-Server, bei mir auf dem Account, auf dem großen. Und ja, ich habe jetzt Riss, also den Gildenboss Riss, durchgespielt. Und zwar mehr als 100 Milliarden Damage kann man bei ihm nicht machen. Mit diesem Team habe ich es geschafft. Ich hatte eine Leibelinder mit Klinge, 30er Item und 9 von 9. Die habe ich mir geliehen. Kann ich euch dann gleich nochmal zeigen. Mein Saurus, wie ihr seht, 30er Item, 3 von 9. Hat den Chaosbringer als Artefakt mit 4 Sternen. Die Zwillinge, 30er Item, 3 von 9 mit Ruf. Rainer, 10er Item, 3 von 9 und Auge. Und Rosalie mit 30er Item, 3 von 9 und Klinge. Rosalie rennt Saurus hinterher. Und meine Leibelinder, ich habe es nämlich mit ein paar Belinders probiert. Genau, das war die mit Auge, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und hier haben wir die mit Klinge, mit 4-Stern-Klinge. Ja, 30er Item, 3 von 9. War natürlich jetzt hier in dem Fall komplett T3. Mein Saurus hat... Oh, der ist auch komplett T3, okay. Und die anderen dürften kein T3 haben, wenn ich mich recht entsinne. Rosalie, nein. Reine definitiv nicht, das wusste ich. Und Zwillinge haben, glaube ich, auch noch kein T3. Nein. Genau, und dann schauen wir uns das jetzt nochmal in bewegten Bildern an. Da steht es, 100 Milliarden. Ja, mein Baum, Kriegerbaum 60, Tankbaum 35, unwichtig. Agilitätsbaum 50, auch unwichtig. Magierbaum 50, für Belinda natürlich wichtig. Und den Supporterbaum Level 50, wäre natürlich gut für, oder ist gut für Zwillinge und Rosalie. Hier haben wir mal den Schadensvergleich dazu. Und ab geht's. Einfach damit ihr mal ein Bild bekommt, wie das dann aussieht von den Zahlen oben, wenn man da so ein bisschen mit drauf achtet. War mir aber, als ich damals Sorin gespielt habe auf 100 Milliarden, war mir schon klar, dass man den Gildenboss hier auf Riss auch nur bis 100 Milliarden spielen kann. Ich schätze mal, mit Level 500 hätte ich es wahrscheinlich auch schon geschafft. Hatte aber nicht wirklich die Zeit dazu und nicht die Lust, um ehrlich zu sein. Ja, und jetzt hat es halt zeitlich gerade ganz gut gepasst. Zudem waren alle drei Belindas verfügbar, somit konnte ich das perfekt testen. Und auch meine ganzen anderen Damage-Videos aus oder mit dem Gildenboss hier Riss waren alle auch in dieser Kombination, also mit Belinda, Saurus, Zwillinge, Reine und Rosalie. Anfangs hatte ich so gespielt, dass Rosalie zu Belinda rennt, hatte den Schaden aber dann nicht geschafft und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Rosalie zu Saurus zu schicken. Damit ging das wunderbar. Und ja, vielleicht hat es euch ja ein bisschen geholfen oder motiviert, da nochmal ein bisschen was zu ändern. Ich sag mal, ab 20 Milliarden ist der Aufstieg, oder also wenn man jetzt 20 Milliarden und 1 hat an Damage, dann hat man eigentlich schon so ziemlich das Letzte rausgekitzelt, belohnungstechnisch. Das Einzige, was halt noch ansteigt, ist das Gold. Das ist aber wirklich minimal. Also ich sag jetzt mal, wenn du jetzt 20 oder 21 Milliarden machst und dann vielleicht nochmal 60 Milliarden machst, dann ist der Unterschied vom Gold schon gegeben, auch spürbar gegeben, aber ja, so ist es jetzt kein großartiger Unterschied. Wie gesagt, es kommt dann wirklich nur Gold dazu, weil die Ausrüstungsteile werden dann nicht weiter erhöht. Ja, so, dann wünsche ich euch wie immer einen angenehmen Tag, Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.